Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einem weiteren DayZ Diaries Video. In dem heutigen Video werdet ihr sehen, dass wir einige Kämpfe haben, aber leider wurde uns in den ganzen Aufnahmen ins Gesicht geschissen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, würde mich mega freuen, und in diesem Sinne, let's go. Unser erstes Ziel sollte eigentlich sein, dass Trefnix und ich zueinander finden, dass wir auf Livonia nicht alleine unterwegs sind. Doch ich war bei einer Military Base und ich habe einen feindlichen Spieler gespottet und ich habe versucht, mich von hinten anzupirschen. Direkt vor mir. Equipped? Ja. Töt ihn. Der hat mich gehört. Nee, der rennt weg. Mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ey, beruhig dich, Junge. Rennst du weg grad? Nein, ich schieß auf den. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Da ich gesehen hatte, dass der Spieler nach links gelaufen ist, als zu den großen Lagerhallen, von dort ich gekommen bin, wusste ich, dass er sich auf jeden Fall irgendwo dort verschanzen wird und nicht querbeet übers ganze Feld rennen wird. Daher dachte ich mir, ich flankiere und laufe einmal links außen rum und werde auf ihn warten. Der schleicht sich gerade hier an meinen Zaun. Full equipped. Ich hab ihn. Nice. Und von da hinten kam halt ein Schuss, das war safe eine Mosin oder so. Ja, er hat eine M4. Ja? Hab ich? Ja. Was hat. Digga! Ihm dran. Okay. Essen, her damit. Essen. Der hat sogar gegrilltes Fleisch. Genug zu trinken. Thunfisch, Batterien. Flaschen hat er auch. Nice. Der hat sogar eine Angelrute. Der Arme. Das hat er nicht seit heute, Alter. So, kleines Update, Leute. Ich bin auf dem Weg ans Ende der Welt, um mich mit Trefnix zu treffen. Ich sehe hier gerade aber einen riesen Zaun, was irgendwelche Spieler gebaut haben. Mach keinen Scheiß. Doch, das ist ein Zaun von Spielern. Ah, nee, okay. Das sah, oh Gott. Das sah so aus, aber das war von, keine Ahnung, irgendeiner Scheune ein Zaun. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg zu Trefnix, dass wir uns zusammen treffen. Gerade eben hatte ich ja schon eine kleine Konfrontation auf diesem Airfield und ich habe eine KA und eine M4 ergattern können. Und natürlich, die KA wird dem Trefnix gehören. Die M4 bleibt bei mir. Oh, ich höre die Schüsse. Renn einfach, Digga. Versuche nicht zu kämpfen. Nein! Doch. Wie viele waren das? Keine Ahnung, ich glaube 2. Hm. Ich bin nur auf dem Feld gerannt. Was schießen die auf mich? Lass mich doch einfach laufen, Alter. Was hat es denen jetzt gebracht? Da der Trefnix vom Bambi-Killern erschossen wurde, musste ich meinen Kurs wechseln, um wieder in seine Richtung zu kommen. Hier liegt eine Leiche. Nice. Hat er was? Nein. Full equipped. Aber ich sollte schnell weg, nein. Das hätte ich sein können. Okay. Ah, da bist du. Digga, gib Essen. Ich hab 2 Ruhestriche nach unten und einen roten Apfel. Komm mit dem Busch. Komm mit dem Busch. Mhm. Hallo. Hallo. Ja, bitte schon. Aha. Nice. Aha. Guck mal ganz kurz, welche Kugeln du brauchst, weil vielleicht kann ich dir noch Kugeln geben. So, kleines Update, liebe Leute. Trefnix und ich, wir haben uns gefunden. Ich habe ihm natürlich auch schon die Waffen gegeben. Er war kurz vorm Verhungern. Natürlich habe ich auch mein Essen mit ihm geteilt.
So, Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall Richtung das eine Dorf, wo sie ihn abgeschlachtet haben. Und wir haben uns gedacht, nicht mit uns. Rache für die Bambis, Leute, ihr wisst Bescheid. Deswegen, ich würde echt runter zu den Heuballen, die eingepackten. Da dahinter dann erstmal ins Haus und dann erstmal die Lage checken. Okay, gehen wir los. Let's go. Die feindlichen Spieler sind immer noch in Lukov. Wir versuchen jetzt in die Stadt zu kommen, um eine bessere Position zu kriegen, um sie richtig zu spotten. Sollen wir noch einen Schuss abwarten? Oh, direkt vor uns, Digi. Ich glaube, siehst du das gelb-blaue Haus links neben uns? Mhm. Lass da hinpushen, oder? Ganz kurz, ich habe da gerade was laufen sehen. Das Problem ist, wir sind hier zu offen. Das ganze Feld ist in meinem Rücken. Sonder rein. Ich renn schon. Lass erst Lage checken. Bevor wir irgendwas Dummes machen. Sieht gut aus. Nice. Aber auch nicht so viel vor dem Fenster rumlaufen. Ja, ist echt so. Ich muss kurz was essen, Digga. Gönn ich mir doch mal. Okay, bei mir auf der linken Seite. Der muss hier hinten links drin sein. Hier hinten links irgendwo. Push ihn mal zu der kleinen Hütte da, komm. Eigentlich noch einen Schuss abwarten jetzt. Der ist hier, der ist irgendwo da hinten. Vorsicht, ein Sack links neben uns. Bleib geduckt. Der müsste da ist der im Piano-Haus vielleicht? Der ist irgendwo hier vorne. Könnte Piano-Haus sein. Macht er noch einen Schuss abwarten? Nein! Nein, irgendwohin, wo es gut ist. Ich stehe mitten auf dem Feld, Digga. Tja, liebe Leute, so kann es halt auch einfach mal laufen, wenn du kurz davor bist, jemanden zu erwischen und dann schmiert der Server ab. Wir haben es wirklich mehrere Minuten, wenn nicht sogar eine Stunde probiert, dass dieser Server wieder online kommt. Aber leider ist dieser Server nicht mehr in den Listen aufgetaucht. Deswegen waren wir gezwungen, einen Server-Hopping zu betreiben und auf einem anderen Server zu starten. Uff, rechts von mir, übel Nahschüsse. Ich spotte die Schüsse gerade. Ja, die Zombies bewegen sich nicht auf die Schüsse zu, warum denn nicht? Also der muss safe bei mir hier unten in der Stadt sein. Was wo? Nur das Ding ist halt, der muss auch irgendwo hingeschossen haben. Auf irgendwen. Ah, da unten rennen ein paar Zombies. Nur wohin? Der muss irgendwo direkt vor mir sein. Geh nicht drauf, Digi. Ja, ich probier's. Okay, der Zombie rennt zu ihm. Oder zumindest in seine Richtung. Auf was hat er geschossen? Nein, hier liegen Leichen. Menschen. Ja. Ja, aber der ist im Pianohaus. Ja? Ja. Hat er nochmal geschossen, oder? Ich hab ne VSD. Was? Hier draußen liegt ein Scharfschützengewehr VSD. Sogar mit Tarnnetz. Und so wie ich am Anfang vom Video gesagt habe, ist, dass wir ziemlich Pech hatten und wir haben auch hier wieder die Verbindung zum Host verloren. Ich bin auf jeden Fall wieder auf den Server und konnte natürlich den Scharfschützen oder den feindlichen Spieler nicht richtig spotten und dann dachte ich mir, erstmal raus aus dieser Stadt. Ich sehe hier gar nichts. Bei mir ist einfach nichts.
Ich bin verbuggt, ich bin tot. Bei mir hat's gebuggt. Ja, ich bin tot. Wie kann ein Spiel mir so derbe ins Gesicht kacken? Ich habe bewusst diese Szene einmal komplett durchlaufen lassen, sodass ihr euer eigenes Bild davon machen könnt, bevor wieder in den Kommentaren steht, ich wäre der größte Noob oder sonstiges. Aber in diesem Moment war das Spiel sehr verbuggt. Ich konnte nicht richtig laufen. Ich habe daneben geschossen, weil ich mit dem linken Stick versucht habe, nach links und rechts zu laufen. Und da mein Charakter an irgendwie einer unsichtbaren Wand gebuggt hat, konnte ich nicht richtig zielen und mein rechter Stick hat gar nicht richtig funktioniert. Gut, lasst es mal dahingestellt sein, aber dennoch hätte der Spieler 1, 2, maximal 3 Schüsse abkriegen müssen und das hat er nämlich auch nicht. Nun gut, ich muss schon selber zugeben, dass mich diese Situation etwas aufgeregt hat, denn ich hätte eventuell anders reagieren können. Sie hatten mich nicht gespottet, ich sie schon, ich hätte in die Waldlichtung wieder laufen können und mit der VSD voll draufhalten können. Aber Leute, that's it. Das ist DayZ und ich kann sehr gut damit leben. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch weiter mit meinem neuen Charakter looten, um natürlich zu Trafnix zu kommen. Und was in den nächsten DayZ Diaries Folgen passiert, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir waren am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, du weißt Bescheid, lass einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, um kein weiteres DayZ Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.